Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 2, Teil 25. Bevor ich zu meinen Plänen komme, wollte ich noch ein bisschen auf die Weltkarte gucken, mal abgesehen, dass Skandinavien hier völlig zersplittert ist. Was ich ganz gut finde, mein Plan, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal erzähle, wenn, dann ist das 15 Teile her, wenn ich erstmal hier das Britannia Empire unter meiner Kontrolle habe, will ich endlich diese elenden Wikinger-Raubzüge ein für alle Mal beenden und damit müsste ich da halt hier zuschlagen. Aber ich weiß gar nicht, ob das noch ewig ein Thema ist, denn wir konvertieren ja auch mal mehr zum Christentum. Hier sind schon einige Teile inzwischen katholisch. Also die größte germanische Bastion ist Sachsen, Saxony. Und da wundere ich mich drüber, beziehungsweise im Charakter finde ich das ein Skandal, dass kein Kaiser des Frankenreichs da bisher was unternommen hat und dass man hier unserer schönen Kirchengemeinde zugeführt hat. Hier Rieges der Vierte, immer noch ein Karolinger. 56.000 Mann, okay. Ich weiß gar nicht, wie viel der Maximum hat. Wäre mal interessant zu wissen, vielleicht mit dem Murakit Empire. Oder oh, will nur die Kronautorität senken, okay. Kleine Änderung, die es hier gab, also dieses Gebiet des Teutonischen Ordens. Ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ob das schon mal größer war, aber Avaria und Bulgarien auf jeden Fall haben sich hier diese einzelnen Grafschaften, die sich gelöst hatten, haben die sich einverleibt. Avaria hier, das hat Khan Magutin der Siegreiche übernommen. Das hier hat halt ein kleinerer Haidschief. Bulgarien war etwas gnädiger, die haben hier halt diese piktischen Grafen behalten, aber die hocken gerade, der hockt gerade im Kerker. Pech für ihn. So, und was hab ich? Ich bin ja relativ jung hier als König Wistan. Und habe die Herzogin von Fortrio geheiratet. Und sie selber hat gerade noch hier die eine Grafschaft da oben. Aber wenn wir mal gucken, mit dem Anspruch, den unsere Kinder ja erben werden. Fortrio, das sind hier gleich vier Grafschaften im Norden. Und die, wenn ich den Titel Herzog von Fortrio dann auf meinem Erben mit drauf habe, die hat er dann an die Jura Anspruch. Also das sieht gut aus. Pikland da langsam zu zerlegen. Ich hatte ja gehofft, dass meine Untergebenen hier mal weitermachen, womit sie angefangen haben. Und hier oben werde ich mich im Süden um diese ganzen kleinen Dinger kümmere. Aber das ist nicht passiert. Man kann, da steht bei Norfolk. Norfolk ist angreifbar. Bis 17 Verbündete. Wollt ihr mich verarschen? Achso, Norfolk habe ich schon. Da steht der Kanzler jetzt ganz umsonst rum. Ja, Gwynedd ist gerade sehr angreifbar, der hat noch den Earl von Essex als Verbündeten. Den nehme ich auch nicht mehr ernst. Habe ich sonst noch einen Anspruch? Ach, Worcester, aber so. Worcester habe ich ja, das hat ja schon jemand. Mist, da ist wohl der gestorben, für den ich das eingenommen habe, dann nehme ich mich gar nicht. Der ist auch nicht aus meiner Dynastie, aus Elfrikson. Sohn eines Bastards, ha? Naja, ist ja auch okay. Konnte ja nicht ewig so weitergehen, dass alles in der eigenen Dynastie bleibt. Auf der Karte sieht man das nicht. Da ist nur der Oberherrscher eingetragen. Also Gwynedd ist sturmreif. Und ich setze meinen Kanzler jetzt mal als nächstes, glaube ich, in dieses Gebiet hier nach Vietsche rein. Ich habe überhaupt keine Lust. Ich nehme das im Norden erstmal vielleicht. Nee, ich arbeite mich mal hier vor, weil ich da jeweils durch verschiedene... Einmal gegen Vietsche Krieg führe, dann gegen Wessex. Das hier haben wir schon, das verbinden wir, dann können wir Cornwall das hier noch abnehmen. Das ist ein guter Weg und die Gebiete, die halt gerade heretisch sind, die sollen sie erstmal bekehren. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, auf die Aufstände. Ich kann auch hier im Norden und hier Surrey und so abgrasen. Aber ich möchte gerne mein Gebiet vereinigen.
Deswegen gehen wir hier und ja, Somerset, das ja, das ist Waldensisch. Das ist nicht schön, das mache ich gerade nicht. Hier am Norden Peakland. Hätte ich irgendeinen Kriegsanlass gegen, der hat natürlich auch Verbündete. Das ist, ich mache ja auch den Süden zuerst, weil er doch den einen oder anderen Verbündeten im Süden hat, obwohl ist momentan auch nicht mehr viel von übrig. Wenn ich ihm die wegnehme, dann wird er immer harmloser. Achso, der führt sowieso auch gerade einen Krieg immer gegen irgendwelche Germanen. Ist auch schon 72. Mit einem 53-jährigen Prinzen. Okay. Zeit läuft, kein Stress. Wie sieht meine Burg aus? So, voll ausgebaut. Hohe Kronautorität könnten wir frei... Nee, haben wir schon freigeschaltet. Stufe 4 bringt gar nichts. Ja toll, man kann immer die harschen Gesetze jetzt freischalten, aber da sind natürlich die Vasallen gar nicht begeistert von. Oh, Majestät. Mehr Piety und Prestige. Ja, das immer, das lohnt sich. Ich meine, wenn er so früh in die Herrschaft kommt, das hat ja richtig Potenzial. Dass es eine lange, lange fruchtbare Herrschaft wird. Apropos fruchtbar, ist sie schon schwanger? Nein. Ha, aber ein diabolischer Plan. Also Peakland werde ich hier... was ist da denn? Aha, da hat sich ein Herzog selbstständig gemacht. Gut, Peakland zerlegt sich schon mal. Das ist auch sehr angenehm. Ja, das Herzogtum Fortrio, ein diabolischer Plan meinerseits, haha. Das wird Peakland überhaupt nicht schmecken, wenn ich da den Anspruch habe. Gut, es ist Herzogin Ellen die Fette, aber... Habe ich auch so welche Eigenschaften? Nee. Ja gut, er ist ein Feigling. Ich setze ihn noch... Gut, Slothvolk, Latinus. Ja, das geht gut zusammen, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Der Bisches. Der Priester wäre eine Audienz. Oh, seine kleine Kirche kann ein heiliges Relikt nicht länger halten, wegen Räubern. Oh, ich soll ein Relikt aufnehmen. Sagen, das hatte ich noch nie. A priest has arrived and asked for an audience. After being shown in, he explains that the small church can no longer protect the holy relic it holds, due to robbers plaguing the countryside. He therefore asked for your family to keep it. Fear not, we shall protect it. King Lys of Northumbria owns a holy relic. Giving the following effects monthly piety, 0,2. Eine Revolte habe ich auch schon niedergeschlagen. Ja, da hier gerade nichts passiert, halte ich mein Turnier. Words stood against words, the farmers against the courtiers, about damage caused to the farmers house by a cow owned by the courtier. Gut, die Höflerin ist mir auch egal, das ist eine niedriggeborene. Aber ich versuche mal Farmers Lying, sie ist greedy, also ich schätze mal, sie hat auf keinen Fall Lust, dem Bauern irgendwas zu zahlen. She was not happy with my decision. Did she really wish to pay for the reparations? Ja, das ist eine gute Frage. Aber wie kostet Turnier 200 Gold? Die habe ich. 100 Prestige. Das machen wir mal. Ach, um ein Empire zu gründen, muss man noch 8000 Prestige haben. Naja, mit dem großen Reich kriegt man ja auch ordentlich. Was? Estman of Sussexian Peasant Revolt has usurped the title County of Sussex from Melchior and Ellison. Ist das einer von meinen? Nee. Doch, der gehörte zum Earl von Lincoln. Nee, der ist nur in den Hof gekommen.
Das Sussex ist jetzt ein kleiner Bauernstaat. Ach so, und weil er in unserem Hof ist, könnten wir für ihn das holen, aber dann wird er, glaube ich, unabhängig. Und wenn er uns dafür sehr gerne hat, wenn wir für ihn das Problem lösen. Könnte es natürlich sein, dass er sich uns unterwirft. Aber ich will mein Turnier hier durchziehen. Bei Krieg wird das ja immer abgebrochen. Ach, hier ist wieder so ein verdammter Host. Krupps Host. Ja, Piklan führt schon Krieg gegen ihn. Habt Spaß da oben. Ja, ein Liot Walding hat das Turnier gewonnen. Okay, ist Lunatic. Kenne ich nicht. Noch ein Liot Walding auf Platz 3. Ach, er hat schnell jemanden geheiratet. Glaube ich, einen Verbündeten, der kann aber auch nicht viel. Der ist 9 Jahre alt. Ach, dem schicken wir ein paar Actionfiguren oder so als Bestechung, dass er sich raushält. Seniority Succession in Wales fordert Duke Sirigig the Fat. Ein Zwerg, Kreuzfahrer, Gluttonous Shy, Zealous, Brave, Deceitful. Das widerspricht sich wirklich nicht. 57. Das kann man auch aussitzen. Wer hält das hier eigentlich gerade? Aha, der König von Ostlande, das ist das hier. Okay, Kallio. Das gehört zu Piktland. Mhm. Ha! My wife is pregnant, but I was away, wasn't I? Daubt bis jetzt mir. Hey, Alter, das ist doch... Das ist doch egal. Ach so, ihm persönlich ja nicht, und mir ist es egal, weil ich das hier nur spiele, aber... Ja gut, in echt wäre mir das auch nicht egal, ob die Frage um mein Erbe tatsächlich von mir war, es ist ja auch noch ausgerechnet der Erstgeborene. So tolle Eigenschaften vererbe ich eh nicht, also. Könnte 2 Herzogstitel noch kreieren, aber ich sehe da keinen Grund für. Das Turnier ist vorbei, oder? Ich dachte, da käme noch ein eigenes. Ei, spricht man, das habe ich mir gerade sagen lassen, nicht Ei. Eiselberg has developed a habit for wild parties. Meine Schwester. Nothing I can do, dann wird sie halt großzügig. Oder lustful. Curfews, arbitrary und chaste. Arbitrary ist ganz schlecht, nee. Charitable. Gruß. Charity, charitable. Ja, ich glaube charitable ist okay, die Aussprache. Neuer Öl von Cumberland. Ach, da oben. Schön, 7-Jähriger.
Ein gut aussehender Regent. Was will man mehr? Gut aussehen reicht nämlich. Wir erwarten nicht, dass er zu viel eigenständige Entscheidungen trifft. Oh, er bittet mich, dass ich Braskwin mal freilasse. Niedrig geboren. Ich weiß ja nicht mehr, warum ich ihn eingesperrt habe. Ach, das war der Peasant Leader. Immerhin strong. Ja, Broken Spirit immer noch. Diplomatically explain why I cannot. Eigentlich möchte ich ja nicht. Mal gucken, was passiert. Das ist der Bürgermeister von Hartlepool. Hey, bei dir haben wir doch eine Universität gebaut. Was? Ist mein Bruder gestorben? Ah nee, ich habe einen Sohn gekriegt. Ha. Turfus Wisternson. Und ist er von mir oder nicht? Es wurde nicht weiter gefragt. Das soll mir recht sein. Achso, ein bisschen wollte ich neu setzen. Ich will noch mehr Kinder, deswegen nehme ich jetzt auch noch eine Tochter kriegen. Ich glaube, ich mache das jetzt mal mit Sussex und gucken mal, wie dankbar der dann ist. Unmöglich übertrieben, da wirklich alle Truppen zu aktivieren. Ja, nicht überheblich werden. Wenn ich es über hätte, hätte ich dem vielleicht erst irgendwas schenken sollen. Oh, waldensischer Aufstand. Dem passiert das also auch. Ups. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir dem waldensischen Aufstand nicht irgendwie begegnen. Ich würde ihn ja auch niederschlagen, aber sollen die doch ihren Spaß da selber haben. Ich kann Heiligen Krieg erklären, wenn... Sollten die Waldenser das gewinnen. Ja, 44%, wir haben schon seine Armee zerschmettert. Und er hat Lepra. Ja. Also den Frieden werden wir nicht mit einem Händedruck irgendwie besiegeln. Tut mir leid. Dann lasse ich ihn halt raus, wenn alle so ein Fan von ihm sind. Ich frage mich, ob ich ihn genetisch verheiraten soll, weil er stark ist. Haben wir denn hier noch eine ganz unbedeutende Liot Walding?
Naja, nur eine 11-Jährige. Das geht auch flott. Ach, er ist an Lepra gestorben. Aber er hatte noch hier dieses Kind in die Welt gesetzt gerade. Okay. Earl Wolfstone of Sussex. Aus dem Hause Bacon. Okay. Irgendwie sympathisch. Ach, verbündet inzwischen mit zwei Verbündeten, aber. Keine, die mir Sorgen bereiten müssen. So, er ist super happy mit uns. Fragen wir mal, ob er sich. Nee, will er nicht. Können ja, sind so dankbar, da kann er uns das eigentlich nicht abschlagen. Nee, schlägt ab. Okay, er ist undankbar. Das machen wir nicht wieder. Aber hat ja auch nicht viel gekostet. Ich hole mir jetzt mein De Jure-Gebiet da. Okay, hat Essex reingerufen. Das sind ein paar Plünderer, dann geht die Armee einen kleinen Umweg. Ah ja, der kleine Umweg. Oh, meine Schwester hat ihren ersten Kuss gekriegt. Chased oder Lustful könnt sie kriegen. Oder Chased, Deceitful, Zealous, Paranoid. Das ist mir ein Stück weit egal. Oh, jetzt ist sie Chased, schade. So, splitten. Ihr zerstört die. Ihr zerstört die. Kind hält sich raus. Und die sind über, die schicke ich mit dazu, wo auch belagert werden muss gleich. Upsi. König Kolbjörn der
der ist ein Drunkard auf Wessex. Er hat wohl den Aufstand abgewehrt, obwohl er slow ist. Crushed Revolt, okay. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Vielleicht hat er einen Heiligen Orden zu Hilfe gerufen. Ist ja sein gutes Recht. Beach wäre ein bisschen eine harte Nuss. Was möglich an Verbündeten. Ist aber auch hier ein lustiges Gebiet. Ach ja, Warwick, da sind die ganzen Siedlungen hier unabhängig. Ist Oxford eigentlich immer noch, ja. Falls germanisch ist, glaube ich, haben die hier nur so. Hier steht auch Castle und so weiter, das ist glaube ich nur das Bild. Ist eigentlich eine schöne Burg, naja, geht so. Ja, ich hätte es umgekehrt machen sollen. Ich hätte das erobern sollen, es da dem Grafen von Sussex geben sollen. Das ist der Duke von de Heubers, möchte einen Claim auf das Königreich von Wales. Du bist mir ein bisschen zu ehrgeizig. Weil du bist 61. Pfeif drauf. So, und bevor ihr wieder in Urlaub geht, da sind noch ein paar Raiders of Ilith. Sollt ihr fast schon mal gucken, wo die eigentlich immer herkommen. Ja, so ein kleines Problem. Ja, aber ist weak, okay. Und freundlich. Und er ist 6 Jahre alt. Da. Das ist ja jetzt alles inzwischen waldensisch. Na super. Ist er auch waldensisch? Nee. Sollte er vielleicht werden, wenn seine Untergebenen da auch alle stehen. Da erwäge ich doch glatt, Wessex erstmal in Ruhe zu lassen und hier erstmal die einfachen zu machen. Ja. Essex ist einfacher. Training Grounds, ich kann mich nicht erinnern, welchen Auftrag gegeben zu haben. Ach, da waren noch welche im Bau, als ich es eingenommen habe, deswegen wurde mir das gemeldet.
My favorite subject does not interest me anymore and I can't speak about it with the same zeal as before. That was boring before. Ich verliere Zellis. Keine Hinrichtung mehr. Oh. Wieso kriege ich aus York nicht mehr Truppen? Soll ich das mal ein bisschen ausbauen hier? Wenn ich es nicht mache, macht es kein anderer, ne? Yeah, Ellen ist schwanger. Das war jetzt ein bisschen impulsiv, vielleicht, aber. Ja, okay. Ah, meine Schwester ist ambitious. Finde ich ja normalerweise ganz toll, aber mit deinen Claims. Aber dann hat man. Nee. Ah, Peakland hat sich hier das abtrünnige Gebiet zurückgeholt. Ah, ich kann meine Schwester verheiraten. Ja, Oh, der Anführer der Bayerischen Revolte ist ein Cousin. Für Humberts Claim of Bavaria. Hm. Sonst sind sie das hier eher gerade, sind sie alle untergeben, ne? Ich habe ja auch nicht bedacht, bevor ich hier meinen Brüdern Sachen gegeben habe, dass ich sie dann nicht mehr nach meinen Wünschen verheiraten kann, wenn sie meinen Hof verlassen. Ja, da habt ihr euch was aus der eigenen Dynastie jeweils geholt, ihr. Ach Gott. Hoffentlich gibt das keine genetischen Probleme. König von Bayern? Okay. Dann haben wir die Bayerische Revolte und Bayern als Verbündete. Wie stark sieht Bayern denn aus? Wow. Der Earl von Oxford wieder. Ja, ich habe mich ja gewundert, dass Vice das letzte Mal sich so schnell gegen mich gewandt hat, obwohl ich ja dann ein Bündnis mit ihnen hatte. Aber hier die, da hatte ich meine älteste Schwester verheiratet und die war im Alter von kurz nach der Hochzeit anscheinend an Krankheiten gestorben und damit war das Bündnis dann ganz schnell hinfällig. Petty King of Limerick. Limerick ist das hier. Und es dauert noch eine Weile, bis wir uns dahin vorgearbeitet haben beim Erobern. Mai, den Namen habe ich, öfter als Verbündeten hier von anderen gesehen gerade. Wessex, Vice. Der ist Middlesex. Der ist fast interessant als Verbündeter, nur damit er den anderen nicht mehr hilft. Ja, ist egal, er hat König von Schweden und so, aber. Kriegen wir auch was matrilinear? Nee, wahrscheinlich nicht. Ein Prinzen von Serbien kriegen wir matrilinear, aber der hat genügend ältere Brüder, die das erben. Nein, nötig habe ich das eigentlich auch nicht. Das gefällt mir ein bisschen.
14 war der, glaube ich. Das heißt, das dauert jetzt noch 2 Jahre. Dann gucke ich mal hier. Jetzt bin ich sicher, das, was Avaria hatte, ist es hier von Bulgarien geschluckt worden? Ja, es könnte sein, dass der das mit war. Der ist awarisch. Sondern also, hat Bulgarien die geschluckt oder hat der Teutonische Orden sich da eingenommen? Steht da überhaupt noch Teutonischer Orden mal dran? Hochmeister Karl vom Teutonischen Orden. Sind seine Untergebenen eigentlich Commander? Commander und Hochmeister. Ein Commander ist dann wohl, spricht vor einem Grafen, haben wir auch einen Herzog? Nee, die verwalten das echt nur mit Commandern und Hochmeister. Ja. Was? Will jemand meine Frau umbringen? Und noch ein Sohn. Oh Gott, da sind noch Germanen jetzt im Hof. Ja, so vermischen sich die Kulturen ein bisschen. Oh, schottische Revolte. Wird es dann vielleicht doch mal Schottland irgendwann heißen? Nee, wollen nur die Kronautorität senken, alles klar. Chiefdom of Celle, Kingdom of Bavaria. Das wäre fast angreifbar. Oh. Ah, will ich das? Naja, wenn ich ein Königreich für jemand anders hole. Das ist mein Kinsman, aber es geht um einen Königstitel. Ich glaube, der ist auch unabhängig, weil er dann gleichgestellt ist. Also sowas kann ich machen, wenn ich Emperor bin. Dann wäre halt das Königreich von Bayern Teil des Empires of Britannia. Amurakit hat seinen kleinen Aufstand gut überstanden. Kalif Hafiz hat zu viel, oh Gott, zu viele Vasallen. 76.000 Mann. Seldschuken gibt es noch, aber ansonsten ist es ziemlich eine Monokultur. Ach, der komische Nachbar, den man. Über den man da die Abgesandten foltern kann. Ich schicke ihm ein paar Rosen, das soll ja nicht so cool heißen. Aus Frankreich macht echt nicht viel. Können wir einen besseren Kanzler mal haben? Nee. Oh, mein Nachbar fand die Rosen gut. I told you so. Mein Bruder ist jetzt der Gerechte. Was bin ich? Ich bin noch gar nichts. Siege Equipment, ja. Schnellere Belagerung nehmen wir immer. Wo ist mein Spionagemeister eigentlich? Aha, der macht gerade gar nichts. Das Revolte unterdrücken, ist das eigentlich noch notwendig? Nee, auch nicht. Kann auch Technik erforschen. Ja, das war hier mit dem ehemaligen Bauernanführer, wo ich einfach nur starke Kinder will. Gut, es.
Tja, wenn man ein ganz toller, absoluter Herrscher ist, dann darf man auch ein bisschen Zuchtexperimente mit seinen Untergebenen machen. Duke Drost of Might und Prinz Jahre. Das war ja die Hochzeit, die ich wollte. Ja, jetzt habe ich ihn als Verbündeten. Wenn mein Kanzler mal zu Potte käme, würde es hier auch ein bisschen einfach machen. Ah, er hat Punkte geholt. Technikpunkte. Church Infrastructure. Erhöht die Tempelsteuer. Kathedrale und Baracken 4. Oh, Baracken 4. Gilt das auch für Burgen oder ist das nur so für Kirchen? Also wo irgendwelche Kirchen, Baracken in der Kirche. Meint ihr das ernster? Auch schon wieder weg. Oh Gott, mein Sohn ist schon 6. Es ist so ein bisschen ereignislos diesmal. Aber gut, ich bin aber 42 Minuten. Will ich ihn selber erziehen? Ja, ich bin... Boah, hat der Attribute, ja. Ja, ich hoffe, der Sohn, den färben die Attribute vor allem ab. Peinlich, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da haben die örtlichen Earls und Grafen und Herzöge dann auch noch Leute nachgeschickt, sonst wäre es verloren gegangen. Gibt es eigentlich den Gegenpapst noch? Da habe ich länger nicht nachgeguckt. Ja, es gibt immer noch einen, der in Sitten sitzt. Quasi hinter den Alpen auf dem Papstlaut. Ups. Oh, ich habe keinen guten Steward im Reich. Ah, weg ist er. Ich wollte gerade wissen, wenn's Hölle ist das. Claim Trondelak. Ja, jetzt bin ich auch der Gerechte.
Friedland hat auch nur Mittelsex als Verbündeten, okay. So, ist meine Frau echt bei der Revolte? Jo, sie nimmt an der Revolte teil. So, da ist noch eine Revolte. Jetzt muss ich mal gucken, wogegen verteidigt er denn. Ach, ein Earl Aust hat einen Claim auf Pictland. Und Karuost ist der, der die anführt. Okay, sie wollen nur Kronautorität senken. Achso, der will einen. Der hat jemand mit einem Claim. Da geht mein Spionagemeister dahin. Achso, er war gestresst. Oh, der, der mal Ärger macht. Ja, komm, geh nach Konstantinopel, die stehen auf Spione. Können Spaß haben, wenn wir mal fragen. Ah, jemand freiwillig? Nö, nö. Oh, ja, seit bedridden infirm. Ja, gut. Das Problem sind wir also los. Da ist die Fraktion noch weg. Ich gehe mal auf die Jagd. Also es ist ja gerade nicht so Ereignisrecht, dieser Teil. Ich regiere fröhlich vor mich hin. Kann ich mal versuchen, den so White Stack zu finden. Den. Limerick hat jetzt schon drei Gebiete. Gräfin, kann man da nicht was machen. Also er soll von seiner Mama schon das den Herzogin hier oben, Herzog Tiller oben erben und wenn er das da rauserbt. Die ist auch interessant. Kann man Wessex was klauen? Ist immer die gleiche. Das ist Edler. Edler. Edler, mein Gott, Edler ist eine echt heiße Partie. Drei Grafschaften hält sie. Beide 7 Jahre alt. Traumpaar, Traumpaar.
Ah, wir sind inzwischen am Jagen. Toller Sport. Okay, soweit akzeptiert. Sehr cool, drei Grafschaften hält sie. Oh. My lack of hunting skills becoming quite obvious. My courts talking about my failure. Not so quiet voices. Admit my failure, lose 20 prestige, claim someone else's success as mine. Würde ich meinen Bruder stark verärgern und trotzdem 10, ein bisschen weniger Prestige für ihn. Ich will lieber die Prestige. Als einen meiner mächtigeren Herzöge da. Grand Hunt is over, truly noble endeavor, true challenge for our martial abilities. I'm proud of my hunting abilities. 10 Prestige gewonnen. Also insgesamt 10 verloren, das war nix. Ach so, und dann haben wir Feinspur. Ja, insgesamt 5 verloren. Und es hat Geld gekostet. Okay, das war gar nix. Ah, mehr schwere Infanterie. Habt ihr auch meinen Kleinsohn akzeptiert? Oh ja. Okay. I stayed behind when a couple of my friends went hunting, as I have never been able to see blood without fainting. The hunting luck was good, and we feasted in white boar meat that evening. Fainted when I saw the boar's face covered with bloody frost. Nochmal 10 Prestige verloren. Jetzt aber mal gut. Okay, keine Jagd mehr mit einem Craven. Ich glaube, ich gehe mit ihm lieber auf eine Pilgertour. Im Westen der Holy Site oder wieder nach Rom? Ich nehme mal was Näheres im Westen. A pilgrimage in the West is just as worthy as a journey to Jerusalem or Rome. I will visit the Tomb of St. James in Santiago. Santiago, ich weiß nicht mal, ob das sicherer ist als Rom. Ist doch, Santiago klingt so nach spanischer Halbinsel. My things are packed, everything is in order, I am ready to walk the way of St. James. Ah, the Earl von Perfect Perfect Lad. Ja. Ist so lange Regent. The rain has been pouring down for days, it's almost impossible to travel the roads. Why does the Lord punish his faithful pilgrims so? Blessed is he who perseveres under trial. Gain 5 piety. 10% Chance, seine Lungenentzündung kriegt, 30% Chance, dass er nur krank wird, 60% kein Effekt. Es ist absurd, I should have stayed home. Dann wird er zynisch. Kann wieder Lungen. Ja, es ist nicht ganz so wahrscheinlich, dass er krank wird. Zynisch war nicht der Effekt, den wir erreichen wollten. 40% Chance, krank zu werden. Eine normale Krankheit übersteht er aber. Lungenentzündung. Wunderbar. Traveling down a long and lonesome road, you come upon a man lying in a ditch. He seems to have been robbed and beaten up quite badly. Bind up his wounds, help him to an inn, pay for his recovery. Kriege ich kind. Gut, wenn ich die Lungenentzündung überlebe, dann... Riders Approach, das hatten wir im letzten Teil schon mal. Ja, es sind Ritter eines Heiligen Ordens.
Ja, so ein Kreuzfahrer. Und Santiago. You finally arrived at Santiago, the oldest major pilgrimage site in the West. It is an inland town close to the Atlantic Ocean, with origins going back to at least to the Roman Empire. The fabled way of St. James is a long road to travel, and you have passed through many towns and villages on your way here. The legend holds that as St. James remains were brought here by ship from Jerusalem, they were lost at sea due to a storm. But soon after they were miraculously washed ashore covered in scallops. Because of this, scallop shells have become a popular souvenir among pilgrims. Your mind dwells on the legend of this holy place as you make your way through the crowds towards the center of the town. I must remember to bring a seashell home with me. Und nicht das Abhusten vergessen. Gibt das minus 2 auf Gesundheit? Nee, minus 4 auf Gesundheit bringt die Lungenentzündung. Das war eine 10% Chance, dass er das kriegt. Ach, jetzt kriege ich doch wieder Zealous. The saints, this holy ground, how it all moves my soul. I realize now that all my life up to this point has only been in preparation for this journey. How wondrous that the light of the Lord truly shines in me, a poor sinner. From now on, I shall always do his work. You finally returned from your pilgrimage. It was a rewarding and interesting journey, and you'd do it all again if you could. Still, it's good to be back home. A great experience. Pilgrim gibt schön Piety. Jetzt leg dich ins Bett und kurier die Lungenentzündung aus. Meine Frau will eigentlich auch noch Kinder. Okay, auch eine Tochter. Aber die Lungenentzündung hier verringert gerade die Fruchtbarkeit um 50%. Also das, weil sie beide unbedingt ein Kind wollen, ist die Chance noch größer. Null. Also ich glaube, die Chance ist ohne irgendwelche Abzüge dann für ein paar 50%, und die Ambition, ein Kind haben zu wollen, erhöht sie. Aber hier halt, die 50% würden gerade komplett von der Lungenentzündung geschluckt werden, weil es zu schwach ist, irgendwas zu machen. Wenn sie auf Krampf noch wollen. Aber soll sich eher schon. Zumindest Jerusalem. Wer belagert das denn gerade? Oh, das sind interne Kämpfe hier. Deswegen hat er auch gerade nur gut 60.000 Mann. Das Frankreich hat auch gerade nur 47.000. Georgien hält sich hier noch als Bastion. Was ist hier? Das sieht so nach byzantinische Revolte. Achso, da will jemand anders die Trümmer des Byzantinischen Reiches übernehmen. Das überhaupt wieder zu Byzanz gehört, ist neu. Das war ja ein unabhängiges Herzogtum geworden. Und Georgien sieht irgendwie auch gerade schwer belagert aus. Ja, Bulgarien belagert das gerade. Und die Lungenentzündung hat mich dahin gerafft. Scheiße. Und Bulgarien hat Georgien fast, aber das ist jetzt gerade mal egal. Ja, King Wistan im Alter von 30. He died of pneumonia. Long live King Tur... Thurfrith? So be it. Einmal in demessenes Size. Oh, die ist sogar noch höher mit ihm. Vom Regenten wahrscheinlich eher. Ich selbst kann ja nichts. Ich selbst brauche jemanden, der mir Sachen beibringt. Ja, mein Regent. Der Mann ist ein Genie. Kurz bevor sie hier blickt, was halten meine Untergebenen davon? Gar nichts. Die haben Bedürfnisse. Vor allem meine noch ziemlich jungen Onkels. Finden eigentlich, sie sollten das machen.
Great Holy War for Alania. The mighty High Priest Itak has decided it's time to teach Queen Phyllis of Georgia and the believers in the dead crucified God another lesson in humility. All three Tengri men are invited to partake in the scoring of the Kingdom of Alania. Wahrscheinlich ist das der Name für Georgie. Tengri's Wissers. That's no concern of ours. Das ist eh gleich hier. Die Bulgaren nehmen da eh gleich ganz viel von ein. 96%. Ich beende den Teil gleich. Wir gucken, kann sich meine... Kann ich mich genügend, meine Untergebenen ein bisschen beruhigen. Oh je, jetzt entstehen Fraktionen. No, you can't have them, they are mine. My toys, mine. Ich bin greedy. My kinsman Earl Harold won't have me turned into a mean and selfish little money grubber, but they are my toys und ich verliere greedy wieder. Okay, er zieht mich ordentlich. Dangerous Faction. Seniority Succession. Oh, gut. Die Zeit arbeitet für uns dabei. Ich bestech mal ein paar. Hextil da. Naja, bei dem ist es Vergeudung. Fast im grünen Bereich. Na also, wir machen erstmal ein paar Geschenke. Hey, wir könnten zusammen spielen. Warum magst du dich mich nicht? So, meine Mutter hat schon einen neuen. Hoffentlich kommt der nicht auf blöde Ideen mir gegenüber, wenn sie noch ein Kind mit ihm kriegt, einen anderen Erben. Great Holy War for Alania gegen Georgian ist erfolgreich. Die Pagans feiern. Ja, das war ja auch eh schon fast erledigt. Ah. Da ist noch ein kleiner Rest Georgien geblieben. Und der Rest gehört jetzt zu... The Anti-Papacy of Pope Clement II has ended. Okay. Der hat dann keinen Nachfolger mehr. Naja. Ach, Wolga-Bulgarien ist das. Ist richtig gesehen? Ah, hier, Wolga-Bulgarien hat das eingenommen. Im Unterschied zu dem normalen Bulgarien hier. Factions, gerade alle 100, unter 100%. Dann hoffen wir mal, dass wir das stabil halten können. Ist, glaube ich, etwas einfacher, sobald ich volljährig werde.
Ja, großartig. Meine Mutter brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, groß vergrößern nicht. Ich habe eigentlich nur das Gebiet eingenommen. Ach so. Ja, aber Kanzler ist eigentlich der versucht und versucht. Also, was haben wir gelernt? So eine Pilgerfahrt ist, ja, ist auch kein Zuckerschlecken. Sehen noch Hyzons. Kämpft gerade gegen drei Revolten, eine Eroberung, noch eine Bauernrevolte. Der hat gleich gar nichts mehr. Sometimes people get upset by my honest opinions. Yes, you look fat. You have a big nose. It's just the truth. I tell it as I see it. Ich habe honest gekriegt. Mal sehen, ob unser Erzieher das zulässt. Ich habe schon Sloth voll. Oh, toll. Und proud. Was will Duke Eckbald haben? County of Westmoreland. Minus 100, he's just greedy. Den kann ich auch nicht beschwichtigen damit. Deswegen sage ich nein, und ob das jetzt Konsequenzen hat, er sich das mit Gewalt nehmen will, das erfahrt ihr im nächsten Teil von Let's Play Crusader Kings 2. Bis dahin viel Spaß.